Leute, hier sind wir zum sehr, sehr, sehr verspäteten Update-Video. Es tut mir leid, ich habe es einfach vorher nicht geschafft. Es war sehr, sehr anstrengend alles. Dementsprechend ist es auch nur ein sehr, sehr kurzes Video und ich gehe mit euch einmal durch die Kategorien durch, die ihr alle schon kennt. Also starten wir mit allem, was so letzten Monat passiert. Wir hatten letzten Monat tatsächlich eine Menge Videos wieder mal, was ich ganz cool fand. Auch eine Menge Reviews, eine Menge Blacky zeigt, Blacky erklärt Sachen. Was ich sehr, sehr cool finde, da hatten wir auf der einen Seite die einfarbigen Sidewinder. Wir hatten diese Magnetic Card Cases, die ich sehr cool finde. Was hatten wir noch? Wir hatten die selbst gedruckte MTG Box von MTG Box. Und wir hatten die Return to Earth Boulder in Rot und in Grün. Davon habe ich sogar einen verlost, in Rot. Und ansonsten hatten wir noch einen Previous Challenge, die ich mal wieder haushoch verloren habe. Dann hatten wir, was ich super, 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 super cool fand. Leider Gottes, ich muss leider sagen, das Secret Lair mit dem, was Kevin uns gezeigt hat, auch Show Us on Friday, Can You Make It? Und da kommt noch ein Secret Lair, da fehlt noch ein Secret Lair, das nehme ich hier nachträglich auf. Ich bin ein bisschen im Stress. Es ist wirklich, wirklich viel diesen Monat gewesen. Wir hatten den Blacky Talk, was das beste Format. Anschließend daran haben sich einige Leute gesagt, ah, Blacky, du machst schon wieder das Beste. Erst hast du das beste TCG, jetzt das beste Format. Was kommt jetzt? Die beste Karte, Top 5 Listen. Ich sag, ah, nee, ich habe noch einen Titel fürs Blacky Talk fürs nächste. Aber das kommen wir gleich zu, was nächstes. Wir hatten Openings, wir hatten die Challenger Decks, das schwarz-blaue. Also abgesehen davon, dass ja jedes Previous Kit und so weiter auch Openings sind. Das schwarz-blaue und das blau-weiße. Die hatten wir, das war ganz cool. Und wie immer eine Menge Booster. Deck-Tags waren diesmal sehr coole Decks, wie ich fand. Das eine war Madness. Madness ist aktuell so ein kleiner Fan-Favorite von mir. Ich liebe Madness, macht mega Spaß. Und ansonsten hatte ich noch das Ursa in Texas. Also ein Death in Texas, neu aufgebohrt mit Ursas Sage. Auch hier sehr, sehr cool. Dann hatten wir Gameplays. Wir hatten die komplette Fishkrieg Series 4 im Endeffekt. Ne, 5. UW, Ursa gegen Omnitel. Wir hatten Affinity gegen Burn. Wir hatten Maverick gegen Miracles. Und Sneak Show gegen UB Delva. Oh, wie konnte ich das vergessen? Mega cooles Video, mega interessantes Video. Die Videos waren alle cool, haben alle Spaß gemacht. Und wir hatten noch Ursa Texas gegen Death and Hawks. Also wirklich, wirklich coole, coole, coole Gameplays. Wir hatten diesmal 5 Gameplays, weil kommt ein bisschen spät, hi. Aber das ist auch hoffentlich kein Problem. Dazu habe ich noch 2 kleine Short-Videos gemacht. Einmal das, wie ich eine Box zeige von Off Topic Commander, die mir letzten Monat geschickt haben. Und das zweite war ein kleiner Fun-Gag über den neuen Ultimate Guard Vago-Rucksack. Ja, das war schon alles, was letzten Monat war. Das war echt viel. Es war echt viel und das habt ihr auch gemerkt. Und ich habe das gemerkt, dass ihr das gemerkt habt. Es sind sehr schwankende Zuschauerzahlen tatsächlich gewesen, was ich sehr schade finde. Es sind wieder die Booster, die schwächeln. Klar, weiß ich, ist nicht so beliebt, die Sachen. Aber was mich auch so ein bisschen verstört hat, ist halt diese ganzen Openings, diese von den Challenger-Decks. Ja, die sind ein bisschen älter. Da kommen jetzt auch noch Commander-Decks und andere Sachen, keine Frage. Aber das war schon seltsam. Ich muss mir da, glaube ich, mal ein bisschen Gedanken machen über die Struktur von meinem Channel. Nur für euch, was jetzt gerade so mein Ist-Stand ist. Ich bin halt sehr, sehr viel noch am Arbeiten und muss dementsprechend da mich ein bisschen auch drum kümmern. Und ja, muss da mal schauen, Zeit zu finden, um den Channel ein bisschen umzustrukturieren und ein bisschen wieder besser zu machen. Ein bisschen mehr Fahrt wieder reinzukriegen. Und dementsprechend werde ich da auch mal schauen, was man sich da so machen lassen kann. Ja, das war der Ist-Stand. Wir hatten jetzt neulich auch schon zum Pre-Release, zum Two-Headed Giant Pre-Release, hatten wir Leute im Laden, die dann auch schon gesagt haben, hey, voll cool, ich höre euch, ich gucke dich regelmäßig. Und ja, dementsprechend, wenn ihr auch im Laden vorbei seid, ich bin aktuell jetzt samstags am Arbeiten, kommt einfach mal vorbei, sagt hallo. Das hatten wir jetzt neulich schon öfter und es wird auch immer bekannter, dass ich samstags hier bin im Laden, wenn ich nicht gerade frei habe. Ja, dann kommen wir zur Zukunft des Kanals, den nächsten paar Wochen. Es sind ja nur noch sehr, sehr wenige Wochen. Ich habe 2 sehr, sehr coole Deck-Tags aufgemacht. Das eine ist so ein Crossover-Deck-Tag. Das wird lustig. Ich hoffe, da habt ihr Spaß drauf. Beziehungsweise es könnte sein, dass ihr das am Montag schon gekriegt habt. Fällt mir gerade auf. Ja, das müsste Montag schon da gewesen sein. Aber das ist auf jeden Fall für diesen Monat ein Deck-Tag. Und das andere Deck-Tag wird auch sehr, sehr cool. Ein paar Openings kommen raus von neueren Produkten, besseren Produkten. Ich hoffe, ihr hört den Kühlschrank jetzt nicht so. Der ist ein bisschen
Könnte sein, dass der gerade ein bisschen laut wird. Es tut mir leid. Ich hoffe nicht. Ansonsten sehe ich halt eine Menge Gameplays vor mir, die ich kommentieren muss. Dementsprechend hier an der Stelle auch nochmal danke an Dommer, dass du aktuell so viel mit mir kommentierst. Das ist wirklich, wirklich, es hilft mir ungemein, weil es auch einfach Zeit spart. Und ich muss nicht groß rumfahren, ich muss mich nicht an neue Leute gewöhnen. Aktuell sehr, sehr cool. Danke dafür nochmal. Und die Leute, die mir vorgeschlagen haben, dass ich mit ihnen Gameplays auch mal vertone, keine Sorge, ich habe euch immer noch am Schirm und das werden auch wieder mal andere Kommentatoren kommen. Nur aktuell ist es einfach vom Stresslevel her nicht bewältigbar. Ansonsten sind jetzt auch nicht so viele Sachen. Ich habe noch ein, zwei Short-Videos, beziehungsweise ich habe etwas geschafft, was großartig ist, was ich rausbringen möchte als Video, wo ich wochenlang hinterhergelaufen bin. Das ist mega cool. Und ja, ich müsste theoretisch auch über die Judge Academy ein Update machen, also ein Update-Video, weil sich da einiges geändert hat. Abgesehen davon, dass ich einen Level 2 Judge bestanden habe, ist es so, dass da auch ganz, ganz viel intern sich geändert hat und da müsste ich ein Update-Video machen. Mal gucken, ob ich das bis Ende des Jahres noch hinkriege. Ich hoffe es wirklich. Aber Ende des Jahres ist leider nicht mehr so weit weg. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was ich auch großartig erzählen soll. Dementsprechend springen wir zum Kanal des Monats. Und der Kanal, wo ich jetzt letzten Monat echt so ziemlich jedes Video von geguckt habe und dem ich so ein bisschen durch den, ja, ich sag mal, Innistrad Pre-Hype ein bisschen durchgeleitet haben, abgesehen jetzt von unserem Podcast, sind die Jungs von magicblocks.de. Dieser Channel existiert schon ewig. Ich habe mit den Jungs schon geschrieben gehabt, da waren wir noch ganz, ganz klein. Ich bin immer noch klein, die Jungs sind ein bisschen größer. Aber das ist auch eine Bank in der Ikone von der Zeit her. Als ich das erste Mal Magic YouTube gemacht habe, waren die schon da und waren schon mit, ich glaube, 200 oder 300 Abonnenten sehr, sehr groß für die damalige Zeit. Und es gab irgendwie so 3 Leute oder 4 Leute. Und als ich damit unterwegs war. Und ja, die gehörten dazu. Und deswegen freut es mich, dass sie immer noch dabei sind und immer noch Spaß dran haben. Die Jungs aus Ulm, mega cool. Und ja, gerade die Innistrad-Zeit, diese ganzen Sachen mit Booster-Openings, diese Stream-Snippets, nicht Snipes, und Prelease-Pack-Opening. Und jetzt tatsächlich auch nochmal so ein Paper-Deck-Tag von Frickle fand ich mega, habe ich mega gefeiert. Auch wenn ich sagen muss, dass mit BB Gaming, den Test, den er da, den Almost da gemacht hat, mit Tim und mir und halt den Jungs von BB, ich weiß immer noch nicht, wer das coolste Zeug bestellt hat. Spaß beiseite. Und auch den Stream von magicblocks.de, den habe ich ein bisschen verfolgt. Und hab da auch ganz, ganz viel schon mit denen geschrieben. Und es war auch ganz witzig, dann waren wir bei einem anderen Streamer im Stream und auf einmal wurde da Magic Booster geöffnet und sowohl magicblocks als auch ich waren da und dann haben wir uns den Ball hin und her gespielt, ein bisschen so drüber geredet und den Leuten das Ganze so erklärt. Das war mega cool, so mega witzig. Dementsprechend auch da bin ich dann wirklich ganz hart drauf gekommen, da nochmal ein paar Videos zu gucken und auch alte Videos zu gucken, die ich teilweise verdrängt hatte, noch nicht geguckt hatte oder ähnliches. Dementsprechend ja. Das, aber noch so viel mehr. So oder so, die Jungs haben so viel coolen, unterschiedlichen Content. Also ihr werdet, ähnlich wie bei mir auch, ganz vielen verschiedenen Content sehen. Das sind Booster-Openings, das sind Deck-Tags, das ist Commander, das ist zeitweise Legacy gewesen von Gameplay, von Arena, von Magic Online, von allem möglichen. Das sind wirklich ein sehr, sehr gut gemischter Haufen an Kanalbeiträgen von sehr, sehr vielen sehr, sehr coolen Leuten und dementsprechend schaut da mal rein, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt und wenn die Jungs das aktuell nicht betreiben oder da jetzt gerade nichts Neues kommt, dann schreibt denen das und sagt, hey, warum macht ihr nicht das? Ich möchte davon mehr sehen. Die Jungs sind auch sehr empfänglich und hören dann auch darauf und werden euch den Content, den ihr haben wollt, da bestimmt bieten können. Dementsprechend, ja, Daumen hoch für magicblocks.de und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.